Wie kann man eine ordnungsgemäße Lageraufzeichnung sicherstellen? Wie kann man eine ordnungsgemäße Lageraufzeichnung sicherstellen? Und die einfachste Antwort, die man hier geben kann, ist, indem man genau das macht, also durch Dokumentation. Jetzt ist nur die Frage, was? Ja, was dokumentiert man? Man führt eine Lagerdatei. Man installiert Materialeingangsscheine. Man installiert Materialentnahmescheine und man installiert Materialrückliefer Scheine. Ja, für Material zum Beispiel, das in der Produktion doch nicht gebraucht wurde, das mal entnommen wurde über einen Materialentnahmeschein, dann aber zurückgeliefert wird. Auch das muss natürlich erfasst sein. Wie kann man eine ordnungsgemäße Lageraufzeichnung sicherstellen, indem man auf Dokumentation sorgfältig achtet, eine Lagerdatei führt und diese Lagerdatei füttert sozusagen mit Materialeingangsscheinen, Materialentnahmescheinen und Materialrückliefer-Scheinen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.